Also, wenn ich jetzt zurückblicke, ist, glaube ich, die erste Erfahrung die, wo ich nachts versucht habe, über meine Telefonleitung überhaupt eine Internetverbindung zustande zu bringen. Das war damals mit so Clients, wo man sich dann über den Computer einwählen musste. Und das Interessante war immer noch der Ausspruch, wenn man längere Zeit jemanden telefonisch nicht erreichen konnte, dann hieß es wieder: Oh, ich habe dich lange nicht erreicht, war immer besetzt, warst du im Internet? Das war so damals die erste Erfahrung und in der Tat, ich kann mich an die Inhalte kaum noch erinnern, sondern es war mehr das technische Zustandebringen einer Internetverbindung. Und erst so nach und nach kamen die Applikationen, dass man halt relativ schnell über eine Website Dinge in Erfahrung bringen konnte, dass man im Internet recherchieren konnte. Das sind eigentlich Dinge, die erst in den letzten Jahren so dazu kamen. Ich glaube, die wichtigste Applikation in den Anfängen war tatsächlich E-Mail, relativ schnell mit Leuten in Kontakt zu treten, was eigentlich eine Funktionalität war, die man so in der Form ohne E-Mail vorher nicht hatte.